Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder ganz viele interessante Leaks, die jetzt alle so aufgetaucht sind. Und gibt auf jeden Fall extrem viele spannende Leaks. Gestern kam kein Video, weil ich das Ganze noch ein bisschen weiter vorbereiten wollte, noch ein paar Sachen herausfinden wollte zu den ganzen Sachen. Und dann ist hier mal auch noch ein neuer Leak aufgetaucht. Also es wird spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit der ersten Sache, und zwar, was heute vielleicht als Challenges reinkommen wird. Dazu wird dann später auch ein Video kommen direkt. Aber es gab ein paar Leaks, dass man auf Trucks oder Autos Spray, also Sprays machen muss. Und dabei tauchten eben halt auch, also man muss in benannten Orten das machen. Und da müssen ja alle Orte aufgelistet sein, bei denen das geht. Und unter den Orten war auch Meyer zum Beispiel, Anarchy Eckers und so weiter. Also viele alte Orte, ich glaube, es war auch Flash Factory darunter zu finden. Und das heißt eben halt nicht, dass sie jetzt unbedingt schon direkt am Anfang der Challenge da sein müssen. Aber sie müssen eben halt dauerhaft verfügbar sein. Zum Beispiel für Lazy Lagoon gibt es keine Datei, wo man, oder keinen Namen, weil es da auch keine Trucks gibt, wo man besprayen könnte. Jedoch gibt es für ähnliche Acres eben halt als Ordner, wo man das dann hinsprayen kann. Und das deutet immer darauf hin, dass wahrscheinlich im Verlauf der Season, die Challenges gehen ja bis zum Ende der Season, also noch 9 Wochen oder so. Und das heißt, dass dort in der Zeit irgendwann das immer der Auftauchen wird, und da muss es immer schon vorhanden sein, damit man auch dort die Challenges dann abschließen kann. Also auf jeden Fall ganz interessant. Und dann gibt es noch einen zweiten Leak, und zwar gibt es ein Battlebling, was auch immer das genau sein soll. Frostwing Battlebling, vielleicht kennt jemand den Frostwing Gleiter. Und dazu soll jetzt immer halt irgendwie ein Frostwing Battlebling kommen. Was auch immer das genau sein soll, aber auf jeden Fall sollen dann auch auf der Karte so Eiseier, schon ähnlich wie die Feuereier im Vulkan sein. Jedoch, dass man sie eben halt aufsammeln kann und davon eben halt viele sammeln muss. Dazu werde ich euch jetzt auch mal ein paar Bilder einblenden, wie das Ganze aussehen wird. Und da soll man das eben halt dann irgendwie upgraden können. Wahrscheinlich wird es auch als Challenge kommen, vielleicht wenn irgendein Winter-Challenge-Paket rauskommt, so wie jetzt schon Roadtrip als Paket rausgekommen ist, wo man immer ganz viel zu Roadtrip machen musste, kommt jetzt wahrscheinlich auch noch irgendetwas zu Winter-Eiskönig raus, wo man das machen muss. Bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf, ist jetzt nicht als spezielles wahrscheinlich, ich denke mal, ist aber trotzdem ganz interessant. Die Eier waren ja auch ursprünglich mal in der Eisburg da gefangen, wo sie auch im Prinzip Eiseier waren, sind dann eben halt nur zum Vulkan gegangen. Und jetzt kann man die eben halt vielleicht einfach einsammeln. Bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf. Kommen nun jedoch zu deutlich, deutlich interessanteren Leaks. Und zwar zu ein paar Map-Änderungen, da die 10.1, das Update nächste Woche ist ja 10.1. Und da ist anscheinend schon die Karte bekannt. Ich weiß nicht genau, warum die schon bekannt ist, aber auf jeden Fall kann man die anscheinend schon irgendwie sehen. Und dort gibt es immer ganz interessante Änderungen. Das werde ich euch jetzt auch mal ein Bild einblenden. Das Ganze ist von Hypex, könnt ihr gerne auch rauschecken. Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, auf jeden Fall sieht man auf der linken Seite die jetzige Karte, und auf der rechten Seite sieht man die Karte nach dem Update. Und ich würde mal sagen, wir beginnen oben mal mit Dusty. Und dort sehen wir eben halt den Meteor, alles relativ gleich. Überall, der Meteor bewegt sich auch nicht, zumindest nicht auf der Karte. Im Game selbst bewegt er sich wahrscheinlich zu dem Punkt hin, jedoch nicht auf der Karte, die dort zu sehen ist. Und ja, der aktuelle Meteorpunkt ist da, wurde da auch eingezeichnet. Da hat sich jetzt eben halt nicht wirklich viel verändert. Die Karte, meiner Meinung nach, hat ein bisschen mehr Farben jetzt auch noch auf der rechten Seite. Kann eben halt auch nur sein, dass vielleicht an der Karte selbst irgendwie liegt, dass die linke nicht ganz so hochauflösend ist. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sieht man allerdings so einen blauen Strahl im Prinzip einmal da, wo der Krater früher mal ungefähr war.
sieht man so einen Streifen einmal ganz rumgehen. Und das Ganze könnte natürlich auf ein, auf so ein Energiefeld, ein Force Field, wie es auch schon oben steht, hindeuten, das vielleicht einfach den Meteor abschirmen soll. Damit natürlich kein neuer Krater reinkommt. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und wenn man mal so guckt, der Meteor ist eben mal halt ziemlich genau, dann würde er in der Mitte aufkommen auf dem Boden. Und dort ist eben mal halt auch die Mitte des Kraftfeldes. Und vielleicht will das auch wieder der Besucher irgendwie abschirmen, dass das nicht auf dem Boden ankommt. Keine Ahnung, bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf. Jedoch kommen wir jetzt nochmal zu einem weiteren Punkt, und zwar unten zur Schneeschmelze. Man sieht links wieder die jetzige Karte, rechts die zukünftige Karte. Und man sieht auf jeden Fall, dass an vielen Stellen ein bisschen Schnee geschmolzen ist. Ich werde euch auch mal ein paar Bilder jetzt im Game anblenden. Zum Beispiel beim Wikingerdorf ist, wenn man links oben guckt, das jetzt schon grün, jedoch nicht auf der Karte grün. Das ist sozusagen nur ein Karten-Update, warum die das jetzt erst machen, obwohl das, glaube ich, schon seit Ewigkeiten geschmolzen ist, da an der einen Ecke, dieses kleine Feld. Updaten die das auf jeden Fall, genauso bei der Polar Peak Burg ist auch schon alles mittlerweile so wie auf der rechten Seite. Deshalb ist das nichts Besonderes, jedoch beim Baum, der da unten ist, ist tatsächlich das Nördliche nicht in dieser dunkleren Farbe, also wieder Blätterfarbe. Und das deutet immer darauf hin, dass es dort ein Update geben muss, weil das dann jetzt noch nicht ganz so ist. Vielleicht wollen die das jetzt nochmal ein bisschen, dass einfach die Schneeschmelze ein bisschen beginnt. Vielleicht auch wegen dem Meteor, weil der Meteor ziemlich heiß ja wahrscheinlich ist, wenn er hier in die Erde reinkommt, dass es einfach schmilzt. Kann ganz gut sein, dass das jetzt einfach mit der Zeit updaten. Und dann gibt es unten aber auch noch eine ganz interessante Sache. Und zwar kann man dort so ein kleines Teil einfach sehen. Ist schwierig wahrscheinlich zu erkennen, aber auf jeden Fall sieht das fast so ein bisschen aus wie der Windkanal. Aber man kann es immer nicht wirklich erkennen. Jetzt ist das, glaube ich, auch noch nicht im Game drin. Bin auf jeden Fall gespannt, was damit auf sich hat. Das war es dann auf jeden Fall zu dem Leak hier. Und dann kommen wir zum nächsten Leak. Und zwar wurde der von Stanplay, beziehungsweise Hey Stan, herausgefunden. Und könnt gerne auch seinen Kanal auschecken. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Ja, auf jeden Fall sehen wir da wieder die neue Karte. Der hat einfach die Karte genommen, die dann in Zukunft reinkommt. Und dann hat er aus dem Teaser einfach einen kleinen Ausschnitt genommen. Und zwar dort, wo der Roboter auf die Erde runterkracht. Und dort kann man schon sehen, bei Salty Springs, und dort, wo Salty Springs liegt, sind keine Bäume. Es ist nur der Straßenverlauf zu sehen. Ist jetzt nicht perfekt übereinstimmend, aber ungefähr ist dort auch der Straßenverlauf. Alles passt hier perfekt eigentlich auch zueinander. Hinten auch bei Dusty de Poderberg passt auch perfekt drauf. Und dort ist jetzt eben halt Wasser. Und Salt Springs, also Springs hat ja auch, heißt ja zum Beispiel Frühling, heißt sie doch auch Quelle. Und das kann natürlich sein, dass es in der Vergangenheit mal eine Quelle war, die dann ausgetrocknet ist irgendwie. Wodurch dann dort drauf einfach der alles gebaut wurde, die ganzen Häuser und so. Ja, und vielleicht wird es dann so sein, dass da unten ein See ist, und eine Theorie ist dann auch, dass ja bisher fast allen Punkten zur Zeit ist ja so, dass es irgendetwas Spezielles gibt, die jetzt neu drin sind. Bei Dusty Depot vielleicht auch in Zukunft das Energiefeld. Sieht man auch hier auf der Karte übrigens. Und es sieht schon sehr nach Energiefeld aus, also gehe ich mal davon aus, dass es auch ein Energiefeld im Prinzip wird. Aber auf jeden Fall bei Salty Springs könnte dann vielleicht eine kein Schießenzone reinkommen, wo man dann in einer geschützten Bubble ist, in Ruhe looten kann. Bei so einem See passt das ja auch, See soll ja ein bisschen chilliger sein, so an sich. Kann auf jeden Fall sein. Wäre vielleicht ganz interessant, und vielleicht sind dann die Häuser etwas weiter rechts oben, da auf dem Berg, wo jetzt der eine Turm steht, da ist ja eigentlich auch eine Menge Platz, wo Häuser hinkommen könnten.
und so weiter. Und diese Klippe, da sieht ja auch schon so ein bisschen aus wie so eine Küste im Prinzip oder so an einem See, so eine Abbruchkante. Und das kann alles schon ziemlich gut zusammenpassen. Und Epic Games macht ja so etwas meistens nicht umsonst. Die bauen ja extra irgendwo immer kleine Teaser ein. Und ich denke mal, die haben extra das weiter hinten abgeschnitten, damit man keine Häuser sehen kann oder ähnliches. Damit man eben halt dort noch ein bisschen Überraschung hat. Man sieht eben halt nur die Straße jetzt und den See. Und das soll natürlich alle Leute nochmal ein bisschen hypen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Das waren soweit alle Leaks, die es gerade gibt. Eigentlich dafür, dass es ja diese Woche nur ein Content-Update war, sind es eine Menge Leaks, die nochmal aufgetaucht sind. Das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch die ganzen Videos hier auf jeden Fall gefallen. Nachher checkt bitte gerne das Challenge-Video aus. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern könnte. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.